Ja, hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück. Kanal Antike Angelrollen. Heute nicht auf dem Arbeitsbrett, sondern gepflegt auf dem Schreibtisch. Es gibt schon wieder ein Unboxing-Video oder ein Präsentationsvideo für die Projekte der kommenden Wochen, weil ich weiß nicht genau, was los ist. Zurzeit steppt der Bär. Ich bekomme wahnsinnig viel interessante Sachen von Zuschauern eingeschickt. Die wollte ich euch heute kurz vorstellen. Also, wie fange ich an? Ich habe hier den ganzen Tisch voll liegen mit Sachen. Zuerst mal ganz kurz in eigener Sache. Als ich angefangen habe hier mit diesem Kanal, da ging es mir eigentlich darum, oder ich habe mir überlegt, alte Angelrollen, die jeder von uns kennt, wie pflegt man die, wie wartet man die? Also, diese Standard-Rollenmodelle aus den 60er, 70er Jahren oder 50er Jahren, diese Klassiker, die jeder von uns kennt, der angelt und der nicht der Generation Z angehört. Also, beispielsweise hier eine Mitchell 410. Fast baugleich mit der kultigen Mitchell 300 oder hier so eine Abu Kardinalrolle mit Heckbremse oder hier so eine Shakespeare-Rolle aus den 70er Jahren oder natürlich die Damm Quick Finesse oder die Damm Quick 33, ja, oder hier sowas Diver-Rolle aus den 70er Jahren Silver Series. Also darum ging es eigentlich ursprünglich. Wie bekommt man diese Rollen wieder zum Laufen? Oder wie hält man sie am Laufen? Und nochmal, das sind alles Rollen, die haben ihren Kultstatus. Das sind Klassiker, die waren sehr weit verbreitet. Jeder kannte die, sehr viele Angler hatten die. Und darum ging es mir in den Anfängen von diesem Kanal. Und ich habe schon immer gewusst, irgendwann werden hier bestimmt mal ein paar Experten zugucken. Die Kenner der Materie, Sammler, die Gourmets, ja, die Leute, die sich richtig auskennen und werden bestimmt auch mal Kommentare posten oder sich hier einschalten. Das haben sie auch gemacht, aber ich muss sagen, in einer ganz anderen Art und Weise wie erwartet. Ich habe unheimlich viel positive Kritik bekommen oder konstruktive Kritik, ja. Also ich habe unheimlich viel gelernt von einigen Zuschauern, die sich sehr, sehr gut auskennen mit diesen alten Angelrollen, mit bestimmten Firmen. Und wie gesagt, ich habe viel gelernt dabei. Ich weiß vieles nicht, also muss ich auch nochmal betonen. Und jetzt, was mich besonders freut und was mich irgendwie so überrascht ein bisschen, ist, dass mir diese Experten mir ihre Schätzchen schicken mit dem Kommentar: Wenn du Lust hast, stell's doch vor, schraub's auseinander, wäre doch vielleicht auch für viele andere Zuschauer interessant. Und da haben sie völlig recht. Und ich bedanke mich hier ganz ausdrücklich auch für diesen Vertrauensvorschuss, den ich da bekomme von diesen Leuten. Und darum geht's heute. Also, einige haben mir was zugeschickt. Die erste Rolle hat mir Andreas geschickt aus Baden-Württemberg. Andreas, dem gehört auch die Pen International, die ich vorgestern hier hochgeladen habe, das Wartungsvideo. Und er hat mir noch was geschickt. Das ist eine Finnor Marquesa MA30-2. Ein ganz wunderbares, solides, schweres Teil, eine Multirolle mit Schiebebremse hier. Und diese Rolle ist insofern besonders, sie hat ein Zweiganggetriebe. Also hier, wenn ich die kurbel, das ist der normale Gang. Man hört immer die Rücklaufsperre schnarren. Sie hat hier ein Rädelrad. Wenn ich das etwas zu mir drehe, in meine Richtung, dann springt hier dieser Knopf raus und die Rolle ist jetzt im hohen Gang. Jetzt hat sie die hohe Übersetzung. Also man hört das Klickern oder dieses Schnarren wird viel intensiver. Wenn man den Knopf drückt, ist man wieder im normalen Modus oder im Drillmodus. Dann hat man wieder die geringe Übersetzung. Also, sehr, sehr schönes Stück. Mal gucken, was wir damit machen. Die Rolle läuft gut. Andreas hat sich schon gewartet. Ich glaube, hier auf der Seite war das Kugellager angegriffen. Das hat er gereinigt, neu gefettet oder neu geölt. Jetzt läuft sie wieder. Er hat hier mitgeschickt ein Ersatzkugellager. Das ist neu. Und jetzt schauen wir mal. Vielleicht nehmen wir die auseinander und bauen dann hier dieses neue Kugellager rein anstatt des alten. So, das war das Erste. Das Zweite ist auch ein Schätzchen, das ist auch was Wunderbares hier. Eine Hardy The Eltex Number 2. Eine englische Stationärrolle. Ich weiß nicht genau, wie alt sie ist. Frühe 1960er, späte 1950er Jahre. Ganz Metall, ganz ausgefallenes Design. Nicht aufgebaut wie eine normale Stationärrolle. Viele kleine Schrauben. Hier hinten den Korpus, den kann man, glaube ich, gar nicht aufmachen, wie bei einer normalen Stationärrolle. Also ein sehr altes Gerät, wunderbar. Sie läuft sehr leicht, sie tut, was sie soll.
Und ich hatte so eine mal in der Hand und habe sie auch durchgekurbelt, aber allerdings war die in einem erheblich schlechteren Zustand optisch. Also die sieht wunderbar aus, kaum Gebrauchsspuren, keine Lackschäden, ganz toll. Da hat mir Christian ein fünf- oder sechsseitiges Manual, eine Anleitung mitgeschickt, wie man so eine Rolle wartet und auseinander nimmt. Auf Englisch natürlich, ohne Bebilderung, es gibt keine richtigen Explosionszeichnungen. Da bin ich ein bisschen nervös, das wird spannend. Okay, also die Hardy Altex, die Altex Number 2, auch ein ganz tolles Projekt. So, und jetzt kommt aber was, das nächste. Das ist auch von Andreas, Andreas Nummer 2, Andreas aus Sachsen-Anhalt, der hier auch schon einige Kommentare geschrieben hat, vor allem zu Diver-Rollen. Er kennt sich also mit Diver-Rollen, vor allem der 70er Jahre, sehr, sehr gut aus. Das ist sein Sammelgebiet oder seine Leidenschaft. Moment, ein bisschen ranzoomen vielleicht noch. Und der hat mir eine Kiste geschickt mit 5 Rollen. Hier, das erste ist eine Diver 70 RL. Ein ganz kleines Röllchen, hat eine Schnurfassung von 100 Meter 0,20er Schnur. Also für die Forellenangelei ist die wahrscheinlich prädestiniert oder war sie gedacht. Ich kenne dieses Modell nicht. Ich habe eine Diver 700C privat. Die sieht ähnlich aus, hat eine ähnliche Größe. Ich vermute, dass diese Rollen irgendwie doch sehr nah beieinander liegen. Von der Konstruktion her. Das nächste, noch so eine Diver, das ist eine Diver ST900P. Eine Rolle, die hat eine Kunststoffspule hier vorne. Auch sie hat hier diesen außenliegenden Bügelumschlag, hier dieses Plastikteil am Rollenfuß. Wenn man die Rolle kurbelt, na, jetzt funktioniert es nicht, dann knallt hier das Schnurlaufröllchen dagegen, der Bügel springt um. Hatten viele Japan-Rollen der 1970er Jahre. Auch die ähnelt sehr stark der Diver Silver Series, mit geringen Modifikationen wahrscheinlich. Auch diese Rolle kenne ich nicht. Ich werde mal dann reingucken und dann schon herausfinden, wo die Unterschiede zu diesen Diver Silver Series Rollen liegen. Das nächste geht genau in die gleiche Richtung. Das ist eine Diver 160X. Und auch die sieht sehr aus wie eine Diver Silver Series Rolle. Die Rolle hier hat aber einen innenliegenden Bügelumschlag. Das ist die Größe, das wird entsprechend der 2600er, denke ich. Ne, der 1600er aus der C-Serie. Die Rolle läuft auch leicht und gut. Schauen wir auch mal, was damit los ist, wo die Unterschiede liegen. Und jetzt wird es spannend. Jetzt komme ich hier zu den letzten Teilen. Also, auch hier habe ich noch eine Diver. Eine Diver SS Number 4 Sport steht drauf. Knallrot mitgenommen hier. Wir sehen die Lackabschürfung und die hat was hinter sich. Die hat Gebrauchsspuren. Sie läuft aber wunderbar. Andreas hat gesagt, die Rolle wurde wahrscheinlich noch nie gewartet. Auch wenn sie aus seinem Fundus ist. Da werden wir auch mal reingucken. Ich nehme an, die sieht innen ja, ganz Diver-typisch aus. Auch die hat den außenliegenden Bügelumschlag. Und diese Rolle gab es wohl nur auf dem japanischen Markt. Und was immer so ein Hinweis ist, glaube ich, hier, wenn wir auf die Spule gucken, die hat hier diese Gravuren. Das ist also sehr, sehr schön gemacht. Das sind Fische, sehen aus wie Barracudas oder andere Fische, Meeresfische. Also dieses Verspielte hier, dieses Design, diese Gravuren auf den Spulen, das findet man oft bei Angelrollen, die mehr oder weniger ausschließlich für den fernöstlichen Markt produziert worden sind. Dann hat sie hier auch zur Schnurfassung so komische Angaben. Da kann ich nicht viel mit anfangen. Hier steht Schnurfassung Nummer 3, 280 Meter. Nummer 5, 160 Meter. Kenne ich so nicht. Also ich nehme an, Nummer 3, ist das eine 30er? Nee, kann nicht sein, weil da muss eigentlich mehr drauf passen. Hier steht Nummer 7, 190 Meter. Ja, also ganz komische Angaben zur Schnurfassung. Vielleicht kann Andreas mir dazu nochmal was sagen, wie das damals in Japan gehandhabt wurde. Okay, und jetzt kommt das Letzte. Und das ist ein Knüller, das kann ich euch jetzt schon sagen. Das hat Andreas angekündigt und hat mir aber im Voraus nicht gesagt, was er mir da schickt oder was das ist. Er wollte mich überraschen und ich muss sagen, das ist ihm wirklich gelungen. Also, eine Diver Seabird SD2 Rolle ist das mit einem Synchronizing Lock Drag System.
Sowas habe ich noch nie gesehen, habe ich noch nie in der Hand gehabt. Ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Das ist eine Rolle aus dem Jahr 1974, die gab es nur auf dem japanischen Markt angeblich oder wurde vielleicht für ein Jahr auch in Europa verkauft, aber das ist was ganz, ganz Seltenes. Also von den Rollen, glaube ich, gibt es wahrscheinlich in Deutschland höchstens 5 Stück, ja. Das ist irre. Und zwar, diese Rolle hat unheimlich viele Features und sie ist technisch unheimlich innovativ und hat viele Neuerungen. Das Erste, was wir hier sehen, ist, sie hat hier diesen typischen Buckel, sage ich. Das heißt, sie hat ein Steckengetriebe. Das ist die Nummer 1. Das ist das Erste, was die Rolle hat. Das Zweite, sie hat hier eine Bremse, eine Sternbremse an der Kurbel. Was ist denn das? Hier vorne die Schraube auf der Spule, die hält nur die Spule fest. Das ist keine Bremse. Die Bremse sitzt hier. Und diese Rolle hat eben die Konstruktion, dass hier die Spule festsitzt. Die lässt sich nicht drehen, so ein bisschen nackelt hin und her, aber die sitzt fest auf der Achse. Und wie angelt man damit? Also, ich kurbel, habe die Bremse jetzt leicht bis mittel eingestellt. Jetzt habe ich einen Fisch am Haken, der will weg. Der will gedrillt werden, dann drehe ich die Kurbel so ungefähr um 180 Grad zu mir hin, also in meine Richtung, und dann ist die Bremse aktiviert und hier der Rotor, den kann man rückwärts drehen. So bremst diese Rolle. Also, wenn der Fisch Schnur nimmt, dann dreht sich der Rotor rückwärts, die Spule bleibt fix, so wird gedrillt. Hier wird die Bremskraft eingestellt. Wenn ich weiter angeln möchte, dann drehe ich hier die Kurbel wieder nach vorne. Dann ist sie wieder in der Lockposition oder wie man es ausdrücken will. Und ich kann wieder einkurbeln. Der Rotor, den kann man auch so in der Position etwas nach hinten drehen, aber nur so durch diese Rückwärtskurbelei ist dann die Bremse tatsächlich aktiviert und im Arbeitsmodus. Dann hat die Rolle noch ein völlig irres Spulenhubsystem. Das kann ich jetzt aber hier nicht erklären. Es ist da ist ein Wurmschaft drin, aber der ist so besonders und exklusiv. Das zeige ich euch dann, wenn ich die auseinanderbaue. Hier dieses Bremssystem noch ganz kurz. Das kenne ich so ähnlich von dieser Rolle hier. Also, ich habe sowas hier noch nie gesehen. Ich kenne was Ähnliches von dieser Rolle hier. Das hier, die gehört mir. Das ist eine Ocean City 112. Multirolle, von der Größe her ist sie fast gleich oder eigentlich de facto identisch zu einer Penn Long Beach 60. Und schaut mal hier, auch die hat hier kein Sternrad, die hat hier keine Bremse zum Einstellen. Und auch hier ist es so gedacht, ich kurbel und angel. Ich habe einen Fisch an der Angel, der will Schnur nehmen. Dann dreht man die Kurbel kurz zu sich her. Und dann ist hier die Spule frei. Also, dann kann man hier die Spule drehen gegen einen gewissen Widerstand. Also, da sind schon Bremsscheiben drunter. Wenn ich dann hier den Hebel wieder nach vorne drehe, dann ist die Bremse wieder dicht. Also, da kenne ich dieses System her. Das gab es hier nur ein, 2 Jahre, dieses System bei Ocean City. Die ist also von Ende der 50er Jahre, ich glaube von 58 bis 60 gab es das und dann wurden die nicht mehr gebaut. War wohl eine pfiffige Idee oder war gut gemeint. Aber hat sich irgendwie wohl nicht durchgesetzt und ähnlich scheint es auch hier gewesen zu sein. Dieses System hat man später wohl nicht mehr verbaut oder man sieht es später nicht mehr. Sehr, sehr interessant. Okay, also vielen Dank, Andreas, für diese sehr interessanten Beispiele, für diese Rollen. Noch ganz kurz, was habe ich denn noch hier? Andreas hat mir hier selbst geschrieben ein 10-12-seitiges Handbuch geschrieben zu dieser Rolle, insbesondere hier zu dieser Diver-Rolle, auch mit Bildern, mit Fotos. Also, so sieht es aus, wenn sie dann auseinandergenommen wird. Vielen Dank dafür, das ist sehr hilfreich, weil ich bin offen gestanden schon ein bisschen nervös hier mit diesen Teilen. Dann hat er mir noch geschickt, und das finde ich auch super, das finde ich genauso gut wie hier diese Angelrollen, Diver-Katalog von 1978. Der ist aus England. Bei Diver haben wir das Problem, die hatten in Europa, in den einzelnen Ländern, nie einen eigenen Vertrieb, außer in England. Diver-Produkte wurden immer durch andere Firmen vertrieben. Bei uns in Deutschland war es die Firma Balzer, eine ganze Zeit lang. Und wir als Angler und Sammler haben das Problem, dass man ganz schlecht die Produktgeschichte von Diver rekonstruieren oder nachverfolgen kann. Also, nicht alle Diver-Rollen wurden in jedem Land verkauft. Da gab es Unterschiede, oder die gleiche Rolle wurde mit geringen Änderungen in jeweils anderen Ländern verkauft. Diver hatte auch nie einen Gesamtkatalog, dass man sagen konnte, hier ist jetzt alles drin, was sie auf dem Markt haben und jetzt informiere ich mich mal, sondern diese Geschichte der Diver-Rollen,
Das ist wirklich eine Detektivarbeit. Man muss das wirklich durch verschiedenste Informationsquellen und Kataloge aus verschiedenen Ländern versuchen, irgendwie zu rekonstruieren. Das ist wirklich sehr, sehr aufwendig und Andreas hat da viel gemacht. Was hat er mir noch geschickt hier? Pen-Katalog von 1993, auch wunderbar, praktisch im neuen Zustand, auch gut hier sicher verpackt in einer Hülle. Was hat er mir noch geschickt? Jubiläumsband, Stationärrollen. Das ist so ein kleines, eine kleine Broschüre von einem Rollensammler im Eigenverlag, auch sehr informativ. Dann hat er mir noch geschickt, das ist auch interessant hier, Kormoran-Katalog von 1978. Firma Kormoran, die kam ja auch erst in den 70er Jahren auf den Markt, glaube ich. Und der ist sehr interessant für Rollensammler, weil, hier sieht man es, hier unten, Kormoran hat Ryobi-Rollen vertrieben in Deutschland. Also wer sich für Ryobi interessiert oder die Produktpalette von Ryobi-Rollen, der muss also für unseren Markt, für unseren heimischen Markt auf diesen Kormoran-Katalog zurückgreifen. Super. Und das letzte ist ein Instruction Manual für eine Pen-Multirolle, Mag-Power. Also Bedienungsanleitung, Reparaturanleitung und Ersatzteilliste. Also, das ist die Zusatzliteratur, die Andreas mir geschickt hat. Vielen herzlichen Dank. Ich werde das ganz bestimmt einscannen, dass ich es eben auch archiviert habe. Wobei natürlich diese Originalteile viel, viel schöner sind. Also, nochmal vielen Dank. Und jetzt seht ihr, was hier die nächsten Wochen auf mich zukommt. Zunächst muss ich aber erstmal die letzten Rollen von Holger, der mir vor 3 Wochen 8 Rollen geschickt hat, fertig machen. Und dann geht es hiermit weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Ciao.